Ich lese einen Ausschnitt aus einem Text, der in einem Sammelband erscheinen wird, herausgegeben von Mike Laufenberg und Vanessa Thompson mit dem Titel Sicherheit, rassismuskritische und feministische Debatten, der später in diesem Jahr im Verlag Westfälisches Dampfboot erscheinen wird. Der Text war noch vor der Corona-Krise geschrieben und ich hoffe aber, dass deutlich wird, warum viele der Gedanken, die ich hier aufzuschreiben versucht habe, übertragbar sind und ja, vielleicht hilfreich sind zum Verständnis unserer gegenwärtigen Praktiken. Und der Text heißt Für einen queeren Begriff von Sicherheit. Hegel schreibt in der Rechtsphilosophie, die Gewohnheit macht das unsichtbar, worauf unsere ganze Existenz beruht. Geht jemand zur Nachtzeit sicher auf der Straße, so fällt es ihm nicht ein, dass dieses anders sein könnte. Denn diese Gewohnheit der Sicherheit ist zur anderen Natur geworden und man denkt nicht gerade nach, wie dies erst die Wirkung besonderer Institutionen sei. Durch die Gewalt, meint die Vorstellung oft, hänge der Staat zusammen, aber das Haltende ist allein das Grundgefühl der Ordnung, das alle haben. Hegel weist hier darauf hin, dass die staatlichen Sicherheitsagenturen nicht nur dort wirksam sind, wo man sie sehen kann, in der Gegenwart einer Polizistin oder eines Gefängniswärters. Vielmehr prägen sie das soziale Gewebe auch in unseren alltäglichen Routinen, wie etwa dem nächtlichen Spaziergang. Sie erzeugen, wie er sagt, ein Grundgefühl, das für den gesellschaftlichen Zusammenhang viel wichtiger ist als die physische Gewalt, die sich in den Schlagstöcken oder den Gefängnismauern manifestiert. Hegel ist zwar entgangen, dass dieses Grundgefühl intern ausdifferenziert ist. Nicht alle können sich angesichts der besonderen Institutionen der bürgerlichen Gesellschaft wirklich sicher fühlen. Manche empfinden im Gegenteil ein Gefühl der Unsicherheit oder der Angst. Aber er weist dennoch auf einen wichtigen Punkt hin. Sicherheit ist nicht nur ein Effekt von Regierungshandeln, sondern auch eine im sozialen Gewebe verankerte Gewissheit. Sicherheit ist nicht nur ein politischer, sondern auch ein sozialer Begriff. Diese Erkenntnis hat Implikationen sowohl für die theoretische Kritik des Sicherheitsparadigmas als auch für die politische Praxis. Die Kritik darf ihre Aufmerksamkeit nicht nur auf die repressiven Effekte staatlicher Gewaltapparate richten, sondern muss auch die Struktur des Grundgefühls in den Blick nehmen, das nach dieser Gewalt verlangt und sie ratifiziert. Das heißt, die psychologische, affektive und imaginäre Dimensionen des vorherrschenden Sicherheitsdenkens untersuchen und problematisieren. Die Praxis wiederum darf sich nicht damit begnügen, institutionelle Alternativen zu entwickeln und vorzuschlagen, sondern muss ihrerseits auf dem Terrain der gesellschaftlichen Gewohnheit ansetzen. Das heißt, sie muss sich eine Vorstellung von einem neuen Grundgefühl machen und damit beginnen, diese experimentell ins Werk zu setzen. Die Transformative Justice-Aktivistin Melanie Brazel hat vorgeschlagen, zwischen negativen und positiven Konzeptionen von Sicherheit zu unterscheiden. Negative Sicherheitsbegriffe zielen auf die Abwehr einer externen Bedrohung, Sicherheit vor, im Englischen Security. Sie legen ein asymmetrisches Verständnis, ein asymmetrisches Verhältnis von Schutz und Beschützung zugrunde. Positive Sicherheitsbegriffe zielen demgegenüber auf die Entfaltung kollektiver Handlungsfähigkeit, Sicherheit zu, im Sinne im Englischen Safety. Sie sind in Interdependenz und Gemeinschaftlichkeit verankert. In meinem kurzen Impulsvortrag will ich heute dafür argumentieren, dass der positive Sicherheitsbegriff zwar den negativen mit überzeugenden Gründen kritisiert hat, dass er aber selbst noch zu kurz greift. Ich plädiere daher für eine dritte Alternative, die man vielleicht einen queeren Sicherheitsbegriff nennen könnte. Der in der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft vorherrschende Sicherheitsbegriff ist der negative, also Sicherheit vor. Durch den Begriff der Sicherheit, so schreibt Karl Marx, erhebt sich die bürgerliche Gesellschaft nicht über ihren Egoismus. Die Sicherheit ist vielmehr die Versicherung ihres Egoismus. Marx weist hier auf den Zusammenhang zwischen der dominanten Sicherheitsvorstellung und dem spezifischen Grundgefühl der bürgerlichen Gesellschaft hin. Wenn mir die Gesellschaft als eine Summe unverbundener Individuen erscheint, die isoliert ihre je eigenen Interessen verfolgen, dann erscheint auch die andere für mich immer nur als die potenzielle Bedrohung meiner Sicherheit. Die xenophobe Abschottungslogik, die das dominante Sicherheitsdenken bis heute kennzeichnet, kann sich eine wohlgeordnete Gesellschaft nur als Trennung, Nichteinmischung oder Nichtansteckung imaginieren. Bereits Marx diagnostiziert
eine grundlegende Ironie, die diesem negativen Sicherheitsbegriff zugrunde liegt. Weil die bürgerliche Gesellschaft keine eigenen sozialen Bindungsressourcen anbieten kann, ist sie umso mehr auf den Einsatz äußerer Zwangsmittel angewiesen. Daher müssen die Individuen dem Staat umfangreiche Eingriffsbefugnisse in ihr Leben einräumen. Nur er vermag sie zu einer Rücksicht auf die Sicherheitsinteressen der anderen zu bewegen. Eine Sozialität, die auf einem negativen Sicherheitsverständnis aufgebaut ist, weist damit eine autodestruktive Tendenz auf. Gerade die gewaltgestützten Sicherheitsinstrumente des Staates können sich selbst zu einer Bedrohung von Sicherheit entwickeln, und zwar aus mindestens drei Gründen. Erstens ist die staatliche Sicherheitsproduktion intern ausdifferenziert. Nur einem Teil der Bevölkerung bietet das staatliche Gewaltmonopol seinen Schutz an, während es einem anderen seine Protektion entzieht. Dies zeigt sich dramatisch etwa an der Schließung der wichtigsten Fluchtrouten durch die Festung Europa, welche den Tod tausender Menschen im Namen der Grenzsicherheit billigend in Kauf nimmt, aber auch etwa in der Unfähigkeit der Polizei, Migrantinnen und Migranten vor extralegaler rassistischer Gewalt zu schützen. Mehr noch, häufig sind es sogar gerade die Sicherheitsagenturen selbst, die von den marginalisierten Subjekten als Bedrohung ihrer Sicherheit wahrgenommen werden, wie allein die Regelmäßigkeit rassistischer Polizeigewalt beweist. Zweitens führt die Hegemonie des negativen Sicherheitsbegriffs zur thematischen Dominanz spezifischer Sicherheitsaspekte, die andere Aspekte diskursiv und materiell verdrängt. In der öffentlichen Diskussion erscheinen nur bestimmte Themen als sicherheitsrelevant, wie etwa Migration, Terrorgefahr oder Kriminalität, während andere Themenbereiche gar nicht als Sicherheitsfragen identifiziert werden, von der Gesundheitsversorgung und der Pflegesicherheit, der Straßenverkehrssicherheit, über die vielfältigen Aspekte sozialer Sicherheit bis zu weltweit relevanten Fragen der ökologischen Sicherheit. Diese häufig medial befeuerte Schwerpunktsetzung in der öffentlichen Diskussion hat eine zunehmende Investition öffentlicher Mittel in Gewaltinstitutionen zur Folge, das wiederum auch häufig aus anderen politischen Bereichen abgezogen wird, was häufig dann zu einer Kürzung etwa von Sozial- und Bildungsausgaben führt. Drittens kann darauf verwiesen werden, dass sich auch in Bezug auf Themenbereiche, die eigentlich in den originären Zuständigkeitsbereich der Produktion negativer Sicherheit fallen, der Schutz von Leib und Leben, sich Gewaltmittel ebenfalls häufig als kontraproduktiv erweisen. Man denke nur an den US-amerikanischen Second Amendment-Aktivismus. Die Vorstellung, Familie und Eigentum mit Waffengewalt gegen externe Angreifer verteidigen zu müssen, führt zu einer erhöhten Zirkulation von Schusswaffen und damit nicht zu mehr Sicherheit, sondern mehr Unsicherheit. Diese Kritiken ziehen die Grundprämisse des vorherrschenden Sicherheitsverständnisses in Zweifel. Weil Sicherheit nicht negativ, nicht als Sicherheit vor, überhaupt sinnvoll verstanden werden kann, sind alle Strategien zum Scheitern verurteilt, die auf Abschottung oder Isolation des bedrohlichen Elements zielen, die also auf der Fiktion basieren, dass die zu schützende Gemeinschaft die Gefahr entweder exkludieren oder isolieren könnte. Linke oppositionelle Bewegungen und Initiativen haben aus dieser Kritik aber nicht etwa den Schluss gezogen, den Wert der Sicherheit grundsätzlich zurückzuweisen oder zu relativieren. Sicherheit soll, dem linken Gegenvorschlag zufolge, vielmehr anders verstanden und aus diesem Grund auch mit anderen Mitteln realisiert werden. Beruht der negative Sicherheitsbegriff auf einem spezifischen, nämlich asozialen gesellschaftlichen Grundgefühl, so stellt der positive Sicherheitsbegriff dem ein genuin soziales Grundgefühl entgegen. Dieses Grundgefühl verweist auf einer grundlegenden Ebene auf die primordiale Verwobenheit und Interdependenz des menschlichen Lebens. Daraus folgt gesamtgesellschaftlich die Forderung nach dem radikalen Ausbau von Institutionen der sozialen, politischen und kulturellen Teilhabe, das heißt die Umverteilung gesellschaftlicher Ressourcen von den staatlichen Gewaltapparaten etwa in die Gesundheitsversorgung, Bildung oder politische Selbstorganisation, das heißt weg von den repressiven in die sozialen Sicherheitsbereiche. Für den Umgang mit interpersoneller Gewalt liegt im positiven Sicherheitsbegriff die Erwartung zugrunde, dass die Stärkung eines Gewebes intersubjektiver Anerkennung mit einer sukzessiven Überwindung eines externen oder zwangsförmigen Produktionsbedürfnisses einhergeht. Sowohl gesamtgesellschaftlich als auch für den Umgang in engsten lokalen Kontexten besteht die Empfehlung des positiven Sicherheitsbegriffs, also in der Etablierung, Festigung und Intensivierung sozialer Beziehungen und der direkten gegenseitigen Hilfe. Obwohl die negative Sicherheitskonzeption, so meine ich, mit guten Gründen kritisiert hat, enthält sie ihre eigenen
Probleme und Verkürzungen. Denn die positive Sicherheitskonzeption kann die anti- oder asozialen Anteile der menschlichen Subjektivität nur entweder als gefährlich, nämlich als potenzielle Verletzung, oder als verstockt, als vorenthaltene Kooperation begreifen. Das resultierende Grundgefühl sieht dementsprechend für diese Anteile auch keinen systematischen Raum vor. Das heißt, er schreibt der Möglichkeit der Individuierung, des Rückzugs, der Anonymität, der Provokation oder der Transgression keinen inhärenten Wert zu. Hier lässt sich die Gefahr erkennen, dass die Gemeinschaftsemphase positiver Sicherheit sich den Einzelnen gegenüber in Form eines sozialen Anpassungsdrucks zum Ausdruck bringt. Dieser Druck verdrängt oder domestiziert die ressentimentalen, unkonstruktiven, unproduktiven oder idiosynkratischen Anteile insbesondere prekarisierter Subjektivitäten. Die Wut, die Aggressivität, die Rachegelüste, das Trauma, die Melancholie, der Trotz, die Sturheit. In den letzten Minuten meines Beitrags will ich daher einen Vorschlag für einen dritten Sicherheitsbegriff skizzieren, eine Vorstellung, die dem antisozialen Überschuss in der Gemeinschaft gerecht werden kann, dabei aber weder das Sicherheitsbedürfnis abwertet und Verletzungen bagatellisiert, noch in den negativen Sicherheitsbegriff der bürgerlichen Gesellschaft zurückfällt. In den 1980er und 90er Jahren fielen Tausende von schwulen Männern der AIDS-Epidemie zum Opfer. Insbesondere in den US-amerikanischen Großstädten wie New York, Los Angeles und San Francisco formierte sich ein Community-Aktivismus, der sich zum einen gegen die Stigmatisierung von Schwulen und Lesben und für eine bessere medizinische Versorgung und die schnellere Erforschung und Zulassung von Medikamenten einsetzte, zum anderen aber auch konkrete solidarische Fürsorge und Pflegetätigkeiten für erkrankte Freundinnen beinhaltete. In diesem Kontext bekam auch die Frage nach dem Safer Sex eine besondere Prägnanz. Im Gegensatz zum homophoben medialen Diskurs, der AIDS als verdiente Strafe für einen unmoralischen Lebensstil konstruierte, waren es gerade queere Subkulturen, die sich am intensivsten mit der Frage des sicheren Sex auseinandergesetzt und zuverlässige Formen des Schutzes gefunden haben, lange bevor der Safer-Sex-Diskurs im heterosexuellen Mainstream angekommen ist. In seinem bahnbrechenden Aufsatz »How to have promiscuity and an epidemic« argumentiert Douglas Crimp, dass die selbst von Teilen der schwulen Bewegung eingeforderten, aber letztlich heteronormativen Ideale der Monogamie oder Abstinenz gerade nicht zu mehr Sicherheit, sondern zu mehr Unsicherheit führen, weil sie auf unrealistischen Verzichtserwartungen beruhen. Im Gegenteil haben gerade die durch die Promiskuität gemachten Erfahrungen ein Wissen über die Bandbreite des Begehrens und damit auch Kenntnisse über nötige Sicherheitsvorkehrungen erzeugt. Zudem erweisen sich queere Subjektivitäten viel besser als straighte Lebensformen darauf geeicht, die eigenen sexuellen Praktiken zu transformieren und an veränderte Risikolagen anzupassen. Schwule Promiskuität ist daher ein positives Vorbild, sagt Douglas Crimp, das mehr Sicherheit verspricht als die dominanten heteronormativen Formen von Sexualität. It is our promiscuity that will save us. Cindy Patton, die Autorin eines der ersten Safer-Sex-Ratgebers für Frauen, plädiert dementsprechend dafür, das Diktat eines gesunden und normalen Sex zurückzuweisen, der von dem ganz anderen, dem gefährlichen und tödlichen Sex kategorial unterschieden werden könnte, und fordert statt einer Begrenzung der Partnerinnen einen sexuellen Aufstand, der die Entwicklung neuer Aufmerksamkeiten und Achtsamkeiten mit sich bringt. Mit dieser Erkenntnis aber, dass nicht die Reduzierung, sondern die Ausweitung von Heterogenität in den Sozialkontakten die Einübung safer Praktiken erlaubt, ist die strikte Entgegensetzung von Sicherheit und Unsicherheit insgesamt dekonstruiert. Sicherheit ist nur möglich, indem man sich ein Stück weit der Unsicherheit aussetzt. Im Winter 1942-43, auf dem Höhepunkt der nationalsozialistischen Barbarei, schreibt die Philosophin Simone Weil ein Essay über den Begriff der Persönlichkeit. Weil wirft hier die Frage der Heiligkeit des menschlichen Lebens auf. Was ist es, das mich intuitiv daran hindert, die Augen eines anderen Menschen auszustechen? Nicht seine physische Erscheinung oder seine gesellschaftliche Stellung, argumentiert Weil, nicht sein Beruf oder seine Rechte machen die Unantastbarkeit des menschlichen Lebens aus, sondern seine Verletzlichkeit. Diese Verletzlichkeit versteht sie dabei jedoch nicht in einem medizinischen oder biologischen Sinne, sondern als reflexiv vermittelt. Verletzbar ist der Mensch,
weil zu seiner Existenz konstitutiv ein bestimmter Zukunftsentwurf gehört. At the bottom of the heart of every human being, from earliest infancy until the tomb, there's something that goes indomitably expecting, in the teeth of all experience of crimes committed, suffered and witnessed, that good and not evil will be done to him. Diese unhintergehbare Erwartungshaltung versteht Weil dabei ausdrücklich kontrafaktisch. Sie steht wider die und im Trotze der realen historischen Erfahrung des Bösen. Darin liegt der kritische Kern des Begriffs der Sicherheit. Von jedem menschlichen Leben wird implizit der Anspruch erhoben, eine Welt einzurichten, in der es darauf vertrauen kann, dass ihm Gutes und nicht Böses widerfahren wird. Wir wollen ein Grundgefühl der Sicherheit. Auf der Straße zur Nachtzeit, aber auch am Tage, nicht zusammengeschlagen oder beleidigt, nicht begrapscht oder bedrängt, nicht erschossen oder eingesperrt zu werden. Mit dem Fahrrad unterwegs zu sein, ohne überfahren zu werden, mit dem Rollstuhl unterwegs zu sein, ohne vor Barrieren zu stehen, Gemüse zu essen, das nicht vergiftet ist, zu vögeln, ohne krank davon zu werden, jemandem die Hände zu schütteln, ohne sich um ein Virus scheren zu müssen, gepflegt zu werden, wenn wir krank sind, miteinander zu sprechen, ohne belauscht zu werden, an einem Arbeitsplatz zu arbeiten, der nicht unseren Rücken, unsere Lunge oder unsere Psyche ruiniert. Zu wissen, dass wir immer eine Wohnung und etwas zu essen haben werden, auch wenn wir nicht mehr arbeiten können oder wollen. Zu wissen, dass wir nicht ertrinken, wenn wir in Seenot geraten. Und wir wollen das Risiko und die Gefahr. Spazieren gehen, wo man noch nie war, zu schnell fahren, ungesundes Essen, Drogen nehmen, zu viel trinken, mit Fremden schlafen, Gott beleidigen oder einander. Wir wollen Kunst und Rausch und Exzess. Wir wollen Faulheit und Zerstörung. Wir wollen Unvernunft und Eigensinn. Wir wollen Wut und Hass und Vorurteil. Wir wollen Rache. Beide Wünsche schließen sich nicht aus und sie müssen auch nicht in Form einer Balance miteinander vereinbart werden. Es gibt die Erfüllung des ersten Wunsches nur in Form der Erfüllung des zweiten. Und beide, das Bedürfnis nach Sicherheit und das nach Unsicherheit, sind miteinander vereint in einer gemeinsamen Frontstellung gegen den Staat und sein ebenso trügerisches wie langweiliges Schutzversprechen.